Und willkommen zurück bei Akuyano Dracula, den Setsu. Auf dem Mr. FPGA. Hey. Wir haben Gott sei Dank beim letzten Mal den beschissenen Turm hinter uns gelassen. Das fängt schon gut an. Ein Wald mit ganz, 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 ganz vielen Eulen. Oder soll es ein Uhu sein? Der Vorteil ist hier, Grant ist relativ flott unterwegs und er kann auch recht springen. Heißt, wir können also diese Eulen am Anfang ganz gut auslöschen. Und hier ist ein Doppelschuh für die Axt. Cool. Ja, cool. Hier rechts ist der Abgrund und damit der Tod. Na. Diese. Super. Gerade so geschafft. Das Gute ist, Gwen ist ein bisschen kleiner als Trevor und kommt hier unbeschadet vorbei. Das ist der Abgrund, also der Tod. Und da hinten blitzt es. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Ich mag Gewitter ja. Ihr auch? Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt was, was zum Video passt. Boah, den habe ich gerade weggesnipert. Ist gut was los da oben am Himmel? Ja. Hier ist auch wieder der Abgrund. Und ja, ihr wisst schon, was genau dahinter steckt. Okay, das ist jetzt automatisch gewesen, dass er dahin lief. Ich habe nichts gemacht. Gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Cypher noch zu uns zu holen. Wenn wir unten lang laufen, ist diese Möglichkeit weg. Und Cypher hätte ich doch schon ganz gerne. Den Cypher hat richtig coole Taktiken drauf. Was war das? Wow. Das war aber jetzt wirklich peinlich. Gottes Willen, ey. Sehr peinlich. Das war wirklich peinlich. Immerhin haben wir wieder ein paar Leben. Und ein paar Continues gibt es hier ja auch. Ach, böser, böser Vogel. Ich will auch keinen Doppelschub mehr für die Axt. Toll, toll, toll. Ich hasse sowas. Dumme Tode durch Unachtsamkeit, weißt du? Das sollte einfach nicht passieren. Aber es passiert. Denn es ist Sommer. Und sie 31. Eine sie gibt's hier gar nicht. Die Wohnung wird allein von mir bewohnt. Jetzt aber ein bisschen mehr Sorgfalt. Oder ist hier noch was versteckt? Ich wüsste ja nicht was. Wo? Doch, hier ist falsch. Cool. Das bringt es auch kurz vor der nächsten Stage, weil man eh mit voller Energie ankommt. Also gut. Wieder zum Cypher-Bereich. Jo, triff dich also, dummer Vogel. So, jetzt laufen wir aber ganz sanft darunter. Ach Gott, ja, deswegen sollte man eigentlich nicht hier lang gehen, wenn die Dinger nicht sehen will. Hm.
Au. Das ist ein super Start. Absolut. Eieiei. So, euch lasse ich einfach in Ruhe. Wenn man die jetzt nicht angreift, dann teilen sie sich auch nicht. Nicht angreifen heißt aber auch ordentlich drüber springen, was da am Boden ist. Ne? Wieso habe ich die jetzt mit einem einzigen Messer kaputt gekriegt? Hier ist sonst gar nichts, okay. Nehme ich auch. Bildschirme, wo mal nicht so viel los ist, sind auch ganz angenehm. Ach, diese Spinnen auch, ne? Was war das? Bitte. Nein. Boah. Gott. Das will. Hier ist auch kein Essen drin. Ich brauche Food. Give me some freaking food. Me starving. Ich glaube, irgendwo hier in Steinen könnte noch was sein. Ich fände es gut. Ja, da. Kipp. Puh. Ach so. Der ist ja hier. Zum Glück haben wir die Chance, da oben aufzuspringen. Das Problem ist, Trevor hat keine Sub-Weapon. Hm. Das kann dauern. Das ist Cheese-Tactics, aber es funktioniert gut. Wenn er nicht ausweicht. Na? Dass Grant hier hochspringen kann, ist echt eine Hilfe. Musst du den Winkel abschätzen. Und hoffen, dass nicht sofort wieder zurückläuft. Dun, 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 dun. Na komm, ja. Das machen wir so mit der Peitsche, oder? Das war nicht schlau. Das war absolut nicht schlau. Nein, du verdammter Typ. Das war wirklich schlau. Das mache ich nicht nochmal. Das mache ich auf keinen Fall erneut. Einfach wieder runterzuspringen, kurz vor dem sicheren Sieg. Niemals. Da, da, da. Niemals, nie. Zum Glück ist der Weg zum Boss nicht so weit. Gut. Komm. Das mag billig sein, ja, aber ich suche mich auf der sicheren Seite und ich fühle mich auch ganz gut hier oben, denn der Typ kommt nicht hier hoch. Safe Spot. Ah, das ist gleich mal schlecht. Komm. Und RIP.
Es war billig, aber es ist möglich. Und warum machen wir es dann nicht so? Man muss nicht auf Teufel komm raus auf irgendwelche Critical Hits gehen. Was ich sowieso nicht kann. Thanks for helping me. I'm Cypher, the Vampire Hunter. I will follow you if you need my help. What will you do? Mitnehmen. I hope a magic spirit will give us the power. My job is done, so you should go with him for now. Goodbye, Grant. Wir werden uns nie wiedersehen. War schön mit dir. Aber mit Cypher ist es halt auch schöner. Cypher hat mehr drauf. Und jetzt haben wir offen so ein ganz, ganz tolles Geister-Level-Shifting hier. Ja, und was das hier ist, das sollte man lernen zu beherrschen, schnellstmöglich. Denn wenn nicht, hat man ein Problem. Im Weg. Dankeschön. Danke. Also. Unverschämt. Ich wollte gerade diesen Feuerzauber benutzen. Und was passiert? Ich werde runtergestoßen. Das hier wollte ich machen. Das will ich nicht haben. Vorsichtig hier runterlaufen. Es gibt eine ganz andere tolle Sublücke für Cypher. Das ist ein Eiszauber, der ist verdammt gut. Das wäre wohl hier oben drin gewesen. Außer mit Grant, wenn man es nie erfahren. Was schade ist. Es müsste mehrere Wege geben, für alle. Ah ja, der Boden hier geht teilweise kaputt. Ist nicht so geil. Ich habe es gesehen. Kann Cypher so gut springen? Ich weiß es nicht, ob das reicht. Das Kind ist man lieber nicht. Aber Simon springt. Trevor! Da ist es Simon, der Bursche. Moment eben, ich hätte mal kurz hier. Guck mal so. Drei Herzen. Das ist besser als nix. Hier ist fleischiges Fleisch. Okay, vorsichtig. Man kann sich hier teilweise erinnert fühlen an Castlevania 1 in der ersten Stage, kurz vor dem, in der zweiten, vor dem Medusa. Das ist die ähnliche Passage. Wo man auch ganz, ganz leicht runterfallen kann. Kannst du hier auch was in der Wand? Nein. Wieso auch? Nee. Auf diese Tricks falle ich nicht so einfach rein.
Und wenn kein zweites Mal. So, mal kurz wechseln auf Cypher. Ich möchte nicht ungern mit Trevor diesen schönen Boomerang verlieren. Das wollte ich haben, ja. Eiszauber. Der ist sehr, sehr gut. Möglichst schnell rüber und hier warten wir kurz. Okay. Alles gut. Ich will das Herz haben. Schaffen wir es halt da hoch? Ja. Da drüben ist übrigens ein extra Leben versteckt, aber keiner schafft es zurück. Fall nicht auf den Scheiß rein. Gut. Medusa. Machen wir keinen Schaden, das ist schlecht. Fast gehabt. Ich hätte sie fast gehabt. Die olle Kuh. Schade. Im Übrigen habe ich hier in Erinnerung, dass hier ein anderes der Boss wäre. War hier nicht mal Frankenstein unterwegs? Oder irre ich mich da pass? Passwein, ja. Fatal! Naja, gut. Das war natürlich für Cypher keine Waffe, aber ich denke, das Feuer können wir hier vielleicht noch bekommen. Wer weiß? Wer weiß? Das sind zwei Herzen. Das sind nur zwei Herzen. So geil. Also muss der Belmont das richten. Kriegen wir schon irgendwie hin. Mit heiligem Wasser. Zum Beispiel. Ganz einfach. Das ist plötzlich ganz einfach damit. Aber das war nicht der Boss. Nein! Sowas. Es geht doch weiter nach oben. Hier nehme ich ganz gerne das Kreuzchen mit. Um dann zur Axt zu wechseln. Ja, super. Aber ja. Bekommen wir vielleicht nochmal hier oben was für Cypher. Unbedingt, ne? Schon ein bisschen schade. Das vielleicht? Man merkt eventuell, ich kenne mich hier nicht so aus. Aber es ist wieder mein Herz. Und wer war hier oben der Boss? War das schon der Tod? Auf jeden Fall laut der Tod bereits in der Nähe. Hier wäre jetzt auch Grant eine fantastische Sache. Denn ich meine, dass Grant ein bisschen schneller läuft und auch. Wow, ja. Dass der ein bisschen schneller läuft und dadurch auch durch seinen Sprung hier besser vorankommt. Pass bloß auf mit den Vögeln. Man sieht sie vielleicht im ersten Moment nicht, aber. Ja. Du Pfaff.
hasse diese Vögel. Na, so ist es sicherer, als wenn man gleich wieder runterknallt. Denn da muss man das ganze Ding nochmal von vorne machen. Habe ich keine Lust zu. Warten. Ach so, ja. Jetzt hätten wir mit Grant rüberklettern können. Schade. Ich hätte ihn doch behalten sollen, glaube ich. Ja, eine Axt. Da hätte mal Fleisch sein können. Oder ist hier mal was? Nee. Da auch nicht. Verdammt. Das ist einer der schlimmsten Bosskämpfe hier. Die Mumien sind nicht so schwierig. Aber was da gleich rauskommt, stört. Naja, Seifer hat keine Sachwerken. Ein Treffer wie sind hin. Unser Freund Zyklopus ist immer Dankeschön. Das wird nichts, ne? Ich möchte hier nicht sterben. Ja, danke auch, ne? Oh Gott. Spring bloß nicht dahin. Mach das lieber auf die billige. Ganz ehrlich. Ja, ducken so ab, dass ich dabei auch Trevor. Und so lange jetzt kommt nicht rüber, ne? Kommt er nicht, ne? Wie geht vorhin die Zeit aus? Komm, jetzt da. Oh Gott, die Zeit tickt und tickt und tickt. Gib mir diesen bescheuerten Orb, ey. Bei fast null. Ich hatten wir jetzt eben noch 10 oder 11? Das war schon ein wenig knapp. Heidenai, war das knapp. Machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns gleich wieder. Tschüss.